Der erste Justice League Live-Action-Film musste natürlich eine Menge Handlung enthalten, um einen Zusammenschluss von DC Comics-Legenden angemessen zu etablieren. Doch mit einer Laufzeit von 4 Stunden ist Zack Snyders Justice League bis zum letzten Akt vollgepackt mit Worldbuilding. Isn't that right? Batman. Hier ist die Erklärung für das Ende des Snyder Cut. An Story mangelt es Zack Snyders Justice League nicht. Der Film etabliert die individuellen Welten von 9 Superhelden wie Cyborg, Aquaman und dem Flash, während er gleichzeitig eine Welt zeigt, die noch immer vom Untergang Supermans am Ende von Batman vs. Superman Dawn of Justice erschüttert ist. In diesen frühen Szenen etablieren Snyder und Co. die Persönlichkeitsmerkmale unserer Superheldenprotagonisten, die am Ende auf dem Höhepunkt des Films entscheidend sein werden. Zum Beispiel lernen wir einen verzweifelten Cyborg kennen, der immer noch nicht weiß, was er mit seinen neuen robotischen Verbesserungen anfangen soll. Barry Allen sitzt derweil in aussichtslosen Jobs fest, um einen Abschluss in Strafrecht zu machen, damit er seinen Vater Henry aus dem Gefängnis holen kann. Die einzelnen Mitglieder der titelgebenden Justice League haben sehr unterschiedliche persönliche Probleme, die es zu bewältigen gibt. Ein wiederkehrender Zug in den Handlungssträngen von Cyborg und Aquaman ist jedoch das mangelnde Interesse an der Arbeit als Teamplayer. Trotz dieser Zweifel sind alle diese Helden gezwungen, zusammenzuarbeiten, sobald Steppenwolf beginnt, die Mutterboxen zusammenzubauen, um die Erde zu zerstören. Diese Bedrohung ist so einschüchternd, dass das Team beschließt, eine der Mutterboxen zu benutzen, um Superman wiederzubeleben, eine Figur, die mächtig genug ist, um zu helfen, dieses außerweltliche Wesen zu besiegen. Als das Finale beginnt, hat sich die Justice League auf den Weg nach Russland gemacht, um ihren kosmischen Feind zu konfrontieren, während Superman wieder zum Leben erwacht und seine Persönlichkeit zurückgewinnt, indem er zärtliche Momente mit Lois Lane teilt. Wird sich diese epische Wiederauferstehung am Ende auszahlen? Jedes Mitglied der Justice League spielt eine entscheidende Rolle in der finalen Konfrontation gegen Steppenwolf und Barry Allen ist da keine Ausnahme. Damit Cyborg auf das Trio der Mutterboxen zugreifen kann, benötigt er einen Stromstoß, der nur erzeugt werden kann, wenn der Flash mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit läuft. Während eines solchen Laufs wird der Flash von einem Parademon-Soldaten abgeschossen. Da unser Held kurz zur Seite geschleudert wird, haben Darkseid und seine Truppen genug Zeit, um die Mutterboxen zu aktivieren und die Erde zu zerstören. Aber gerade als der Planet vernichtet wird, beschließt Flash, seine einzige Regel zu brechen und so schnell zu rennen, dass er am Ende in der Zeit zurückgeht. Es ist ein riskanter Schritt, bei dem der Superheld nicht sicher ist, ob er ihn überleben wird, aber er hat keine Wahl, wenn er die Welt retten will. Während er mit solch einer Extremgeschwindigkeit rennt, erinnert sich Flash an die Bemerkung seines Vaters, dass sein Sohn der Beste der Besten sei, woraufhin Barry merkt, dass er diesem Namen endlich gerecht wird. Am Ende zahlt sich sein gefährlicher Lauf enorm aus, da die Zeit gerade so weit zurückgedreht wird, dass Flash Cyborg den elektrischen Schub geben kann und so die Welt in Sicherheit bringt. Aber es gibt Barry Allen auch die Offenbarung, dass er tatsächlich in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen. Eine Fähigkeit, die die Figur in Comic-Stories wie Flashpoint in viele Schwierigkeiten gebracht hat. Ähnlich wie in der Kinofassung von Justice League kehrt Superman in Zack Snyders Version von den Toten zurück, wird kurzzeitig böse und stellt dann seine ursprüngliche Persönlichkeit gerade noch rechtzeitig wieder her, um Steppenwolf von der Zerstörung der Erde abzuhalten. In Snyders Version dauert der Übergang allerdings länger. Die größte Abweichung zwischen den Filmen ist eine ausgedehnte Szene in Zack Snyders Justice League, die zeigt, wie Superman in seine Festung der Einsamkeit zurückkehrt, bevor er sich mit der Justice League wieder vereinigt. Der wiederauferstandene Kryptonier spaziert durch die Hallen seines Verstecks, während die Stimmen seiner beiden Väter Jor-El und Jonathan Kent zu ihm sprechen, wie wichtig es ist, zu dem zu werden, was er sein möchte. Am Ende dieser Sequenz trägt Superman eine schwarze Version seines traditionellen Superheldenanzugs und ist bereit, sich der Justice League anzuschließen. Als er das tut, schafft er es gerade noch rechtzeitig, dort anzukommen. Steppenwolfs Axt ist kurz davor, auf Cyborg einzuschlagen, als Superman eingreift. Superman nutzt seinen Super Atem, um die Axt in Eis zu verwandeln und macht so seine mächtige Präsenz deutlich. Diese Auseinandersetzung endet damit, dass Superman die Bestie zu Boden wirft und wiederholt auf sie einschlägt. Superman kehrt in diese Welt zurück, ohne zu wissen, wo er steht und wer er ist. Als er zum Wohle der Menschheit gegen Steppenwolf kämpft, wird klar, dass der Man of Steel zu dem Beschützer geworden ist, der er schon immer sein sollte.
In der letzten Schlacht gegen Steppenwolfs Truppen nimmt Cyborg es auf sich, die drei Mutterboxen abzuschalten und so die Zerstörung der Erde zu verhindern. Durch seine Fähigkeit, jedes Stück Technologie anzuzapfen, hat er gute Chancen, diese Objekte zu demontieren und Steppenwolfs Plan zu vereiteln. Wonder Woman macht ihm jedoch klar, dass dies ein Risiko birgt. Während Cyborg sie anzapft, werden die Mutterboxen seine Ängste ausnutzen, um ihn zu stoppen. Und genau das passiert, sobald Cyborg in die Mutterboxen gelangt und eine Vision seiner Eltern Silas und Eleanor sieht. Sie stehen dort mit einer vollständig geheilten Version von Cyborg und drängen ihren Sohn, mit dem Kämpfen aufzuhören. Es ist ein Szenario, das darauf ausgelegt ist, Cyborgs Unsicherheiten auszunutzen und ihn davon abzuhalten, die Mutterboxen abzuschalten. Doch unser Held gibt sich nicht geschlagen. Cyborg setzt seine Mission mit der Hilfe seiner Justice League-Kameraden fort. Der Junge, der einst allein in seiner Wohnung saß und sich nicht sicher war, wo er in dieser Welt hingehört, hat nun seine neue Form, seine neuen Freunde und seine neue Aufgabe auf diesem Planeten akzeptiert. Es ist auch eine Sequenz, die frühere Gerüchte erfüllt, dass Cyborg ein viel größeres Rampenlicht in Zack Snyders Justice League bekommen würde. Alle Mitglieder der Justice League haben ein Hühnchen mit Steppenwolf zu rupfen, da er den Planeten, den sie ihr Zuhause nennen, unbedingt auslöschen will. Wonder Woman entwickelt jedoch nach einer intensiven Interaktion in der Mitte des Films ihre eigene persönliche Feindschaft mit diesem Bewohner von Apokolips. Hierbei enthüllt Steppenwolf, dass er viele von Wonder Womans amazonischen Verbündeten bei seiner Jagd nach der Mutterbox, die sich einst auf der Insel befand, abgeschlachtet hat. Wütend über den Gedanken, dass Themyscira's beste Kriegerin durch seine Hand sterben, wird Wonder Womans Rachefeldzug gegen Steppenwolf eingeleitet. Als es zur finalen Schlacht kommt, bringt Wonder Woman Aquaman und Cyborg zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit Steppenwolf. Dabei verhöhnt der außerirdische Wonder Woman erneut damit, wie viele Amazonen er getötet hat und erinnert sie gleichzeitig daran, dass sie sie hätte retten können, wenn sie ihre Heimat nicht für die Welt der Menschen verlassen hätte. Wütend beginnt Wonder Woman brutal gegen den Bösewicht vorzugehen und knallt sogar ihre Armbänder auf ihren Schild, um eine Explosion zu erzeugen, die Steppenwolf ins Trudeln bringt. Schließlich, nachdem die anderen Mitglieder der Justice League sich dem Kampf gegen dieses Monster anschließen, bekommt Wonder Woman ihre Rache. Die letzte Bewegung, die diesen Lakaien von Darkseid tötet, ist Wonder Woman, die ihm mit ihrem Schwert den Kopf abschlägt. Mit dem Schwerthieb hat Wonder Woman die Erinnerung an ihre gefallenen Amazonenkameradin geehrt. Zack Snyders Justice League endet mit vielen Hinweisen auf Dinge, die noch kommen werden, und einer davon betrifft Darkseid. Darkseid, der im gesamten Film als einschüchternder Vorgesetzter und Neffe von Steppenwolf zu sehen ist, wurde fest als jemand etabliert, dem man nicht in die Quere kommen möchte. Dieser Ruf wird in der entscheidenden Szene des Films bekräftigt, in der Darkseid die Niederlage Steppenwolfs gegen die Justice League miterlebt. Kurz darauf bemerkt sein Stellvertreter Desaad, dass er immer wusste, dass Steppenwolf scheitern würde. Doch trotz dieses Rückschlags hat Darkseid seine Augen bereits auf die Zukunft gerichtet. Da er nun weiß, dass die Anti-Lebensgleichung in den Planeten eingebaut ist, beabsichtigt Darkseid, die Erde erneut anzugreifen, diesmal mit noch extremerer Gewalt. Darkseid verweist auf die Armada und die alten Weisen und bezieht sich dabei auf eine frühere Rückblende, in der er eine riesige Armee anführte, um die Erde zu zerstören, so wie er es mit tausenden von Planeten zuvor getan hatte. Damals wurde er durch die vereinten Kräfte von Amazonen, Atlantern, Sterblichen, Göttern und einem Green Lantern-Krieger aufgehalten. Nun beabsichtigt er, eine solche Armee erneut zur Erde zu führen, um sich der neu vereinigten Justice League zu stellen. Als Darkseid in seiner letzten Szene im Snyder Cut aus dem Bild taumelt, wird deutlich, dass dieser Moment dazu dient, den Herrscher von Apokolips in einem möglichen Justice League-Nachfolger als gewaltige Bedrohung weiter zu festigen. Zack Snyders Justice League schließt mit einem Epilog mit dem Titel Ein Vater im doppelten Sinne ab. Der Titel bezieht sich auf eine Zeile, die Silas Stone in einer aufgezeichneten Nachricht zu seinem Sohn sagt. Darin erwähnt er, dass er, da er sein biologischer Vater ist und ihm seine robotischen Verbesserungen gegeben hat, in mehr als einer Hinsicht der Vater von Cyborg ist. Stones Monolog an seinen Sohn über die Wichtigkeit, seinen eigenen Weg in dieser Welt zu gehen, wird über eine Montage abgespielt, die zeigt, wo sich alle Mitglieder der Justice League nach dem Sieg über Steppenwolf befinden. Aquaman trifft sich mit Mira und Vulko, die beide dankbar für den Anteil des Halbatlanten an der Rettung der Welt sind. In der Zwischenzeit nutzt Bruce Wayne seinen enormen Reichtum, um die Bank aufzukaufen, die das Farmhaus aus der Kindheit von Clark Kent zwangsversteigert hat. Barry Allen hat es außerdem geschafft, einen Job in einem Kriminallabor in seiner Heimat Central City zu bekommen, sehr zur Freude seines inhaftierten Vaters. Am wichtigsten ist jedoch, dass Wayne ein Gebäude kauft, das als Hauptquartier für die Justice
Justice League und ihre Aktivitäten dienen soll, komplett mit einem großen runden Tisch, der Zitat Stühle für sechs hat, aber Platz für mehr. Sowohl das Gebäude als auch der Tisch erinnern an die klassische Halle der Gerechtigkeit, in der das Team untergebracht ist, und der Hinweis darauf, dass die Gruppe ihre Mitgliederliste in der Zukunft erweitern wird, ist eine Anspielung darauf, wie viele DC-Superhelden in den Comics aus der Justice League gekommen und gegangen sind. Zack Snyders Justice League schließt mit einem Trio von eigenständigen Sequenzen, die helfen, zukünftige Abenteuer für die Hauptfiguren vorzubereiten. Die erste dieser Szenen ist eine, die jedem bekannt vorkommen wird, der die Mid-Credit-Sequenz in der Kinofassung von Justice League gesehen hat. Das Rendezvous zwischen Lex Luthor und Deathstroke wird hier beibehalten und beginnt wie in der Originalversion mit einem Wächter des Arkham Asylums, der entdeckt, dass Luthor aus seiner Zelle ausgebrochen ist. Danach wird auf Deathstroke geschnitten, der auf der Yacht des Milliardärs auftaucht. Hier unterscheidet sich der Snyder Cut von der Kinofassung. Ursprünglich drehte sich diese Sequenz um Luthor, der die Gründung der Legion of Doom andeutet. To put it plainly, shouldn't we have a league of our own? Hier fordert Luthor Deathstroke, der einen Groll gegen Batman hegt, auf, die Nachricht zu verbreiten, dass Gothams dunkler Ritter in Wirklichkeit Bruce Wayne ist. Diese Information bringt den griesgrämigen Deathstroke dazu, ein Grinsen aufzusetzen und zu verkünden, dass es einen Grund zum Feiern gibt. Anscheinend sollte diese ganze Szene als Vorbereitung für Ben Afflecks geplanten Batman-Solofilm dienen, in dem Deathstroke der Hauptantagonist sein sollte. Aber in den Jahren, seit diese Post-Credit-Szene gedreht wurde, haben sich die Dinge für Batmans Pläne für die große Leinwand drastisch geändert. Wir wissen, dass Ben Afflecks Figur für The Flash zurückkehrt, aber darüber hinaus sind wir unsicher, was für den maskierten Ritter geplant ist. Vor allem, wo Robert Pattinson auf der Bildfläche erscheint. Wie auch immer, dieser anfängliche Hinweis wurde in Zack Snyders Justice League wieder aufgenommen, um den Fans einen Vorgeschmack auf das zu geben, was hätte sein können und hoffentlich auch wieder sein kann. Die zweite der Schlussszenen des Snyder Cuts kehrt an einen vertrauten Ort aus Batman vs. Superman Dawn of Justice zurück, Batmans Nightmare-Landschaft. Bei dieser besonderen Reise zu dem postapokalyptischen Ort wird Batman von einer Schar von Gefährten begleitet, darunter die Justice League-Mitglieder Flash und Cyborg, Mira, Deathstroke und Jared Leto's Joker. Die Szene beginnt damit, dass Mira über ihren Wunsch spricht, diejenigen zu ermorden, die für den Tod von Aquaman verantwortlich sind, bevor sie Batman fragt, woher er wissen sollte, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Dies führt zu einem Gespräch zwischen dem Joker und Batman, in dem der Joker den dunklen Ritter auf den Verlust seiner Eltern anspricht. Um sich zu revanchieren, erinnert sich Batman daran, wie er eine sterbende Harley Quinn in seinem Arm hielt, während sie sagte, er solle den Joker töten. Die beiden konfliktreichen Verbündeten werden plötzlich von einer Figur aus Batmans früherem Nightmare-Erlebnis begrüßt, einer bösen, verdrehten Version von Superman. Dieser Superman, der nun für Darkseid arbeitet, feuert Laserstrahlen aus seinen Augen auf das Team ab, bevor Bruce Wayne plötzlich in der Gegenwart aus seiner Vision erwacht. Diese Schlusssequenz knüpft nicht nur an Handlungsstränge und Charaktere aus früheren DCEU-Filmen an, sondern ist auch ein Ausblick auf das, was Zack Snyder einst für die Zukunft des Franchises vorschwebte. Laut Snyder hätte Justice League 2 größtenteils in dieser Nightmare-Landschaft angesiedelt sein sollen. Auch wenn diese Fortsetzung eher unwahrscheinlich ist, bietet diese Schlusssequenz im Snyder Cut einen Blick auf das, was hätte sein können. Mit Zack Snyders Justice League bekamen eingefleischte Fans des DCEU endlich zu sehen, wie sich Harry Lennicks Man of Steel-Figur Calvin Swanwick als der Superheld Martian Manhunter offenbart. Fans hatten Swanwicks Identität schon lange vermutet, wobei das Gerücht 2019 endlich von Snyder bestätigt wurde. Allerdings schien es dazu bestimmt zu sein, ein obskures Was-wäre-wenn-Szenario zu werden. Doch mit der Veröffentlichung des Snyder-Cuts wurde das Casting zur Realität. Diese große Enthüllung wird im Film erstmals durch einen früheren Moment realisiert, in dem der Martian Manhunter die Gestalt von Mutter Kent annimmt, um Lois Lane zu bestärken. Der extraterrestrische Superheld kehrt dann in der allerletzten Szene des Films zurück. Diese Sequenz beginnt damit, dass Bruce Wayne wachgerüttelt von einer Nightmare-Vision aus seinem Haus geht und Martian Manhunter darüber schweben sieht. Der außerirdische Held stellt fest, dass er und Wayne sich beide bewusst sind, dass Darkseid noch nicht mit der Erde fertig ist. Mit dem drohenden Untergang am Horizont und inspiriert von der Justice League hat Martian Manhunter beschlossen, als Superheld zu agieren, um diesen Planeten noch einmal zu schützen. Die Szene endet damit, dass Martian Manhunter Bruce Wayne sagt, dass seine Eltern stolz auf ihn wären, weil er die Justice League zusammengestellt hat, und dann verrät er dem Milliardär seinen Namen.
Es ist ein Moment, der nicht nur Swanwicks Präsenz in früheren Snyder-DCEU-Filmen ausgleicht, sondern auch Martian Manhunter als potenziellen Teilnehmer für zukünftige DCEU-Arbeiten etabliert. Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über die interessantesten Comicfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.